Servus vom Hobbyschmied. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Bacon French Rolls gemacht habe, nach dem Intro geht's los. Das sind nun unsere Zutaten. Das ist Toast, Bacon, etwas Milch, Eier und die Chili Cheese Soße. Nun kommen wir mal zu den Schnippelarbeiten. Das ist ja heute nicht allzu viel. Das ist praktisch nur, der Rand muss jetzt weggeschnitten werden. Das, was wir jetzt da runtergeschnitten haben, das braucht ihr nicht wegschmeißen. Das könnt ihr trocknen, dann durch eine Küchenmaschine lassen. Das sind die besten Semmelbrösel. Die legen wir jetzt mal kurz auf die Seite. Und nun geht's zum Ausrollen. Nimmt man ihn, dann nimmt man ein Nudelholz und da muss man das so platt wie möglich ausrollen. Mal wieder drehen. So, sieht man das? Ganz dünn. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Ich habe nun den Toast alle, wie man sieht, in so dünne Fladen gerollt. Jetzt nehmen wir die Chili Cheese Soße, nehmen uns etwas und streichen das drauf. Und nun rollen wir das Ganze zusammen. So.
Leg das jetzt mal auf den Teller ab. Am besten ist, wenn das bis im Ganz, bis zum Rand heraus die Soße ist, dann verklebt das besser. Und wenn ich damit wieder fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Übrigens, wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Chili Cheese Soße gemacht habe, ich werde sie oben rechts verlinken. Dann könnt ihr euch ansehen, wie ich die gemacht habe. Hätten wir die ganzen. Tue ich hier mal einen Teller her, nimm die Eier, schlag sie auf. Die Eier sind gestern noch mit dem Huhn rumgelaufen. Wurden heute früh frisch gelegt. Jetzt kommt hier das Milch dazu. Ein bisschen heben wir uns noch davon auf, denn die brauchen wir anschließend noch. Jetzt nehmen wir einen Schneebesen und verklimpern das Ganze. Was ich zuvor vergessen habe bei der Zutatenliste, ist noch Salz und Pfeffer. Das kommt hier jetzt rein. Ich werde euch die ganzen Zutaten unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Jetzt verquirlen wir das Ganze nochmal. Ich lege mir jetzt mal so Küchenrollen hier auf die Seite, damit ich mir immer wieder mal die Hände sauber machen kann. Nun beginnen wir mal. Jetzt nehmen wir so ein Röhrchen und drehen das. Das reicht vollkommen. Einmal drehen und gut. Etwas schneller geht, nehme ich jetzt natürlich mehrere gleich. Einmal kurz drehen, damit es überall mit dem Eimilchgemisch benetzt ist und gut. Denke ich mal, da reicht für 10 so Rollen locker ein Ei. Wie man sieht, das ist jetzt viel zu viel. Aber das wird auch nicht weggeschmissen. Das haue ich mir in die Pfanne. Und gut ist. Nun nehmen wir uns den Bacon. Legen ihn so aus. Im Moment machen wir es so. Wir
müsst halt schauen, dass der Bacon so breit ist wie die Rolle. Das dürfte jetzt, so wie man sieht, drei so Scheiben dürften reichen. Jetzt nehme ich mir das Messer vorne hinten rein unter den Bacon und hebe das hoch. Dann könnt ihr wunderschön mit etwas Zug das Ganze zusammenrollen. Voilà! Hin, wieder das Messer nehmen, hinten dran fahren, unter dem Bacon und hochdrücken. Das hin, das funktioniert auch nicht immer, wie man sieht. Und nun, mit etwas Zug zusammengerollt und gut. Wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns logischerweise wieder. Das sind jetzt 10 Stück. Und das Beste ist, wenn ihr auch da vom Supermarkt die Bacon kauft, die 100 Gramm Dinger, nehmt 5 Päckchen, dann reichen sie schön. Dann könnt ihr immer praktisch die ganze Länge zusammenrollen. Ja, jetzt stelle ich noch schnell die Kamera um und dann sehen wir uns am Grill wieder. Das Setup schaut heute wie folgt aus. Hier hinten sind die Kohlen. Da unten, wie man sieht, ist eine Schale. Dann dass mir den Grill nicht so einsaut. Hier oben praktisch von dem schwedischen Möbelhaus ist hier der Rost. Ich filme heute ohne Stativ, weil es für uns arschkalt ist. Ich habe nun das Ganze auf den Rost getan von der IKEA-Schale und nun werde ich noch kurz, wie man hier sieht, hier sind Räucherchips drin, ich schmeiße hier hinten rauf, dann Deckel zu. Und lassen das Ganze mal so 20 Minuten oben. Dann sehen wir mal nach. So sehen sie nun nach 30 Minuten aus. Ich habe nun das Ganze in eine Quetschflasche getan, wie man sieht. Jetzt kann man das viel, viel schöner verteilen. Und anschließend voilà. Jetzt Deckel drauf und ein paar Minuten abwarten und dann machen wir das gleiche nochmal. Ich würde mal sagen, das passt so.
Nun sehen wir uns in der Küche wieder. Jetzt sind wir wieder in der Küche angekommen. Und jetzt schneiden wir mal eins an. Das ist... Heiß. So. Ich hoffe, ich stehe scharf. So sieht das Ganze aus. Jetzt stelle ich noch schnell die Kamera um. Und dann wird probiert. Und nun probieren wir mal. Das erste Mal ohne. Perfekt. Der Bacon, der leichte Rauch, die Chili-Cheese-Soße kommt schön durch, die Schärfe, die Chili-Cheese-Soße beinhaltet, merkt man auch. Nun probieren wir sie nochmal mit eben der besagten Chili Cheese Soße. Wie gesagt, ich verlinke sie auch unten in der Videobeschreibung. Perfekt. Nachmachen. Dann könnt ihr euch selbst überzeugen. Wenn ihr das Video gefallen habt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich abonnieren. Glocke aktivieren, damit versäumt ihr kein Video mehr von mir. Und über deinen freundlichen Kommentar freut sich jeder YouTuber. Und nun kann ich nur noch sagen, Servus vom Papi Schmidt.